Rezepte gibt's. Mediterran gefüllte Hähnchenbrust. Wie ich die so mache, zeige ich jetzt. Viel Spaß dabei. Für unsere gefüllte mediterrane Hähnchenbrust benötigen wir gar nicht viel. In erster Linie Hähnchenbrust, Serrano-Schinken, Mozzarella, habe ich schon in Scheiben geschnitten, Pesto und getrocknete eingelegte Tomaten. Pesto könnt ihr natürlich eins eurer Wahl nehmen, ich möchte es fruchtig-tomatig haben. Und schon geht's los. Jetzt grapschen wir uns die erste Brust, heute ist Grapschen erlaubt. Schneiden mit einem scharfen Messer, vorsichtig, eine Tasche hinein. Nur ganz wichtig, eben nicht hinten durchschneiden. So ungefähr sollte das Ganze aussehen. Als nächstes nehmen wir etwas von der getrockneten Tomate. Die habe ich zwischenzeitlich ein bisschen trocken getupft. Und füllen damit die Hähnchenbrust. Jetzt folgt der Mozzarella. Finger geht es besser. Damit wäre die Brust gefüllt. Als nächstes kommt der Pesto ins Spiel. Und zwar werden wir die komplette Hähnchenbrust damit einkleistern. Das mal oben drüber. Natürlich auch die andere Seite. Und somit wäre die erste Brust eingepinselt. Jetzt nehmen wir den Serrano-Schinken und werden die Tasche oder die Hähnchenbrust damit verschließen. Einmal über die Öffnung und einmal komplett rum. Etwas andrücken. Voilà, fertig wäre Teil 1. Das gleiche Spiel mache ich auch mit den anderen beiden. So, alle drei Teile sind gefüllt und können damit auf den Grill. Auf geht's! Und schon kann die heiße Fahrt beginnen. So, da ist es nun, die mediterran gefüllte Hähnchenbrust. Werde ich mal ganz galant in der Mitte durchschneiden. Jetzt noch etwas bunter Pfeffer
ein paar mediterrane Kräuter. Und das Teilchen kann verspeist werden. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.